Orangen sind orange. Blutorangen sind blutig. Ha! Nein, natürlich ist in den Blutorangen kein Blut, sondern die Farbe kommt von den Anthocyanen. Anthocyane wirken antioxidativ und darum sollen sie auch gesund für uns sein. Aber wie kommen die Anthocyane in die Blutorangen und was hat das Klima damit zu tun? Darum geht es heute. Und am Ende vom Video, da gibt es noch eine Mitmachaktion. Ich brauche eure Hilfe beim Sammeln von Daten über Blutorangen. Mehr dazu gibt es am Ende vom Video, aber erstmal geht es um die Blutorangen. Hallo und willkommen im Molekularen Garten, wo wir uns anschauen, wie Pflanzen auf molekularem Niveau funktionieren. Und heute geht es um Blutorangen und warum die eigentlich rot sind. Blutorangen unterscheiden sich von anderen Orangen darin, dass sie Anthocyane produzieren. Das tun sie aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen, nämlich wenn es kalt ist. Um eine schöne rote Farbe zu bekommen, brauchen die Früchte ganz bestimmte klimatische Bedingungen, mit kalten Nächten während ihrer Reifezeit. Solche Bedingungen gibt es zum Beispiel auf Sizilien, an den Hängen des Ätna, wo viele in Europa verkaufte Blutorangen angebaut werden. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es Blutorangen eigentlich nur im Winter zu kaufen gibt? Das liegt daran, dass die Saison von Januar bis März haben, wenn die klimatischen Bedingungen im Anbaugebiet stimmen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn das Klima mit der Farbe der Blutorangen zu tun? Dafür müssen wir erstmal verstehen, wie Anthocyane, also die rote Farbstoffe, in den Blutorangen gemacht werden. Anthocyane werden von bestimmten Enzymen in den Pflanzenzellen produziert. Verschiedene Enzyme arbeiten zusammen, um diese Stoffe zu produzieren. Der genetische Code für diese Enzyme findet sich im Erbgut, also in der DNA. Ob diese Gene angeschaltet sind, also ob die Sequenz der Enzyme übersetzt wird, wird von einem bestimmten Protein, einem sogenannten Transkriptionsfaktor, reguliert. In den Blutorangen ist es der Transkriptionsfaktor Ruby, der diesen ganzen Prozess anschaltet. Ruby aktiviert die Transkription der Gene und sorgt dafür, dass die Enzyme gebildet werden und anfangen, Anthocyane zu produzieren. Ruby selbst ist ein Protein, dessen genetischer Code auch im Erbgut zu finden ist. Wenn das Ruby-Gen aktiv ist, dann wird Ruby-Protein produziert und die Anthocyanproduktion angeschaltet. Und ohne Ruby keine Anthocyane. Und hier kommt jetzt das Klima ins Spiel. Denn in der DNA unmittelbar vor dem genetischen Code für Ruby sitzt ein sogenanntes Retrotransposon. Und das blockiert die Genexpression von Ruby, sodass normalerweise kein Ruby-Protein produziert wird. Was ist ein Retrotransposon? Das ist eine Art Transposon. Das ist so ein kleines genetisches Element oder auch ein parasitärer DNA-Abschnitt, der sich wie ein versteckter Untermieter im Erbgut eingeschlichen hat. Es gibt zwei Arten von Transposons, solche, die im Erbgut von Stelle zu Stelle hüpfen und dabei Unordnung hinterlassen, und solche, die Kopien von sich im Erbgut verteilen. Die ersten, die hüpfenden Transposons, die bestehen aus einem Gen, was das Enzym Transposase beschreibt. Die Transposase, das ist ein Enzym, was den Transposoncode erkennt, das Transposon aus der DNA herausschneidet und an einer anderen Stelle wieder einsetzt. Da, wo das Transposon eingesetzt worden ist, macht es vielleicht ein Gen kaputt. Und dort, wo es rausgeschnitten wurde, kommt es auch zu Mutationen, also Veränderungen in der DNA, weil das Herausschneiden Spuren hinterlässt. Retrotransposons funktionieren ähnlich, bloß hüpft hier nicht das Transposon an einen anderen Ort im Erbgut, sondern es macht eine Kopie von sich. Und diese Kopie wird dann an einer neuen Stelle im Erbgut eingesetzt. Beide Arten von Transposons können zu Schäden im Erbgut führen. Aber potenziell können sie auch zu positiven Mutationen, also solchen, die dem Organismus nützen, führen. Transposons gibt es in fast allen Organismen, auch im menschlichen Erbgut. Aber vor allem Pflanzen sammeln teilweise sehr viele Retrotransposons an. Beim Mais zum Beispiel besteht ca. 75% des gesamten Erbgutes aus Retrotransposons. Entdeckt wurden Retrotransposons auch als erstes im Mais, und zwar von der amerikanischen Pflanzengenetikerin Barbara McClintock, die dafür 1983 sogar den Nobelpreis erhielt. Weil die Transposons zu Schäden im Erbgut führen können, werden sie meistens unterdrückt und ruhig gehalten.
In Stresssituationen können sie allerdings aktiviert werden, um, wie man vermutet, für mehr genetische Diversität zu sorgen, die der Pflanze in der jeweiligen Stresssituation beim Überleben helfen kann. Und hiermit kommen wir auch zurück zu den Blutorangen und dem Klima. Denn das Retrotransposon, was Ruby blockiert, wird bei Kälte aktiviert. Kälte ist eine Art Stress für die Orangen. Bei Kälte wird also das Retrotransposon aktiviert und Ruby gleich mit. Ruby setzt dann die Produktion von Anthocyanen in Gang. Blutorangen produzieren also Anthocyane, wenn es kalt ist, weil ein Retrotransposon sich vor das Ruby-Gen gesetzt hat und es bei Kälte einschaltet. Das Ruby-Gen gibt es auch in orangenen Apfelsinen, aber hier kommt es ohne das Retrotransposon vor und wird daher auch nicht bei Kälte aktiviert. Darum werden diese Orangen auch nicht rot. Wir haben also gesehen, wie Kälte zu der roten Farbe in Blutorangen führt. Wenn es jetzt durch die Klimaveränderung in den Anbaugebieten nicht mehr so kalt wird, dann hat das Konsequenzen für die Farbe der Blutorangen. Man kann der mangelnden Kälte künstlich nachhelfen, indem man die Blutorangen nach der Ernte kalt lagert, aber das kann zu Verlusten führen. Jetzt, wo wir den molekularen Hintergrund für die Anthocyanproduktion in den Blutorangen kennen, da könnte man allerdings mit Genome Editing und zum Beispiel mit CRISPR-Cas9 das Erbgut so verändern, dass man klimaunabhängig rote Blutorangen bekommt. So viel erstmal zu dem Mechanismus, der Blutorangen rot färbt. Von meinen Orangen waren allerdings einige gar nicht so tiefrot gefärbt. War es den Orangen nicht kalt genug? Und kann man eigentlich von der Farbe der Orangen auf die Temperatur im Anbaugebiet rückschließen? Das würde ich gerne untersuchen und brauche dabei eure Hilfe. Wenn ihr diesen Winter noch Blutorangen kauft, dann schaut doch mal, wie viele davon rot sind, wie viele orange und wie viele dazwischen liegen und füllt dann mein kleines Formular aus. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Wenn genug Daten zusammenkommen, dann mache ich am Ende der Saison ein Blutorangen-Extra-Video mit den Ergebnissen. Teilt darum auch gerne die Umfrage mit euren Freunden und Familie, damit wir so viele Daten wie möglich sammeln können. Und das war's für heute. Danke an alle euch, die bis zum blutigen Ende mitgeschaut habt. Unten in der Videobeschreibung, da findet ihr neben dem Link zu der Umfrage auch noch einen Link zum wissenschaftlichen Paper über Ruby und auch noch mehr Infos zu Transposons und zu Barbara McClintock. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt dem doch ein Like und falls ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann macht das doch gerne, dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Tschüss und bis demnächst.